Hey Genas und herzlich willkommen zu dem zweiten Spiel Mr. Plasmid gegen Friend Police. Und ja, hier schauen wir uns nochmal das Deck an. Panzergrenadiere Großdeutschland von Mr. Plasmid im zweiten Game. Und es fällt auf, es ist halt 1:1 das Deck aus dem ersten Game. Also Aufklärer, Großdeutschland, Aufklärer, drei Stück sind sonst nichts mehr vertreten. Panzergrenadiere insgesamt dreimal. Also 18 Stück auf Phase A vertreten, Panzerfaust dabei, zwei leichte MGs dabei, zwei MP40 dabei und sechs Karabiner. Ordentlicher Trupp, mit dem kann man eigentlich auch angreifen. Man muss natürlich dafür auch stürmen. Großdeutschland Sturmgruppe haben wir zweimal am Start in Phase B. Die wollen erst recht in den Nahkampf. 8 MP44 sind auf 300 Meter Entfernung. Ziemlich gute Waffen, Panzerfaust auch noch dabei, um gegen eventuelle Fahrzeuge standzuhalten. Dann kommen noch die Sturmpioniere hinzu in Phase B. Haben 5 MP40, also auf 100 Meter Entfernung kann man kämpfen. Ein Flammenwerfer und Nebelhandgranate, um sich selbst zu decken. In Phase C dann nochmal Panzergrenadiere mit Panzerfaust. 18 Stück an der Hand. Also Großdeutschland Panzergrenadiere. So, sagen wir so. Zwei leichte MGs, also ziemlich ordentlicher Trupp. Kostet natürlich auch 30 Punkte. Und Panzer haben wir auch 1A übernommen. Panzer 4, 5 mal am Start auf Phase A. 4 weitere Tiger E am Start auf Phase A. So grundsolide Panzer, die aber sehr viel kosten. In Phase B kommen dann noch weitere 4 Tiger E und die ersten 4 Panther A hinzu. Ersten 8 Panther A hinzu, um auf Phase C durch weitere 8 Panther A unterstützt zu werden. Ja. Sehr kostenintensiv das Ganze, kann natürlich einiges reißen, ist klar. Man sollte dann natürlich möglichst häufig versuchen, die Reichweite von denen auch komplett auszunutzen. So, Unterstützungstab, diesmal Flammenwerfer wieder mal dabei, SMG wieder dabei. Sollte man natürlich möglichst schnell vorne an die Front verfrachten, da wo man Gegner direkt im Kreuzfeuer haben möchte. Und Opel Blitz im Aufmunitionieren auf Phase B. So, hier hat sich auch nichts getan. Panzerschreck A und B, jeweils 4 oder 8. Möglichst schnell platzieren. Es ist kein Kampftrupp, mit dem kann man nicht lange kämpfen. Auch wenn er auf 100 Meter mit seinen MP40 noch kämpfen kann, aber der verliert viel zu schnell. So, Pack 40, die beste Pack, die man sich hier holen kann auf der Seite. Grundsolides Ding. Dreimal vertreten auf A. Dann die Pack 41 Gerlich. Hat nur eine 1000 Meter Reichweite. Ist aber auf diese 1000 Meter absolut tödlich. Kommt dann in Phase B hinzu. Flugabwehr haben wir. Flak 38, 20 mm. Ja, in Masse hat er sie beim letzten Mal eingesetzt. Dann können sie natürlich relativ viel schießen, ist klar. Flak 43, 37 mm. Der große Bruder, der gefällt mir schon mehr. Kommt halt in Phase B daher. Dann der Vierlingsflak auf einem Halbkettenfahrzeug ist auch okay. Er hat theoretisch aber auf eine Flak 88er, also auf eine Flak 41, 88 mm Zugriff, die halt noch besser ist. Ne? Artillerie ist komplett gleich geblieben. Insgesamt 8 Mörser und sehr viel Anti-Infanterie. Ja, was will man da meckern, ne? Dann, Flugzeuge ist auch gleich geblieben. 3 FW-190 A6, die haben letztes Mal einen richtig guten Job gemacht. Und 4 Stukas 87 D5, die natürlich mit ihrer 250 Kilogramm HE-Bombe und den 4 50 Kilogramm HE-Bomben den Infanteristen den Garaus machen wollen.